darunter gibt's noch mehr? Und ob für die Tagebücher von Marco Polo, musste Lazarevic ganz schön was hinblättern. Er sucht den Chintamani-Stein seit Jahren. Wenn er auf Flynn setzt, ist es kein Wunder, dass er ihn noch nicht gefunden hat. Mit Lazarevichs Papieren kann ich den Stein finden. Jetzt mach mal halblang, Cowboy. Das ist nicht so einfach. Die Papiere sind in seinem Zelt. Und das Zelt steht mitten im Lager. Das ist wie das verdammte Pentagon. Da sind Soldaten. Überall. Tja, deshalb muss das auch jemand machen, den Sie kennen. Und jemand, dem Sie vertrauen. Oh. Okay, langsam fällt der Groschen. Du musst sie nur ablenken. Verschaff mir 5 Minuten im Zelt. Mehr brauche ich nicht. Echt? Nur 5 Minuten? Ist ja toll. Dann muss ich mich ja nicht mal ausziehen. Ich dachte mehr an eine Explosion, Chloe. Auch gut. Das lässt sich. Ist die doof, ey. Teufel, ja? Was für eine Frage. Wie geil. Ich muss sagen, Sully, den kennt man aus dem ersten Teil, ist quasi Chloe, wie so der Vater von Drake. Laut und deutlich. Ich bin gleich da. So der Ersatzvater. Da gehen wir okay, quasi aber um das Lager näher drauf ein. Und die erste ist genau vor euch. Wo genau? Ach doch, da. Okay. Hier ist sie. Ich habe auch einen Sprengzünder für euch. Okay, wir sind da. Okay. Die hätten wir. Nicht den Knopf drücken. Den hier? Lustig. Er ist wie der Ersatzvater. Darauf gehen die aber dann im dritten Teil ein. Aber ja, da kommen wir dann dazu, wenn wir den dritten Teil spielen, wa? Hier ist keine Wache. Ich schwitze wie eine Nonne im Freibad. Was macht die Nonne denn dort? Sonnen. Ja. Nicht sicher, ob lustig. Hey, Vorsicht. Da vorne. Sie dürfen euch nicht sehen. Die machen wir fertig. Ganz leise. Okay, leise. Shit! Hat er? Ja, okay, du hast ihn. Ja, ich weiß. Was denn jetzt? Ach Gott, da schießt einer. Da. So. Das war ein Headshot. Moment, ich mach das. Zack. Nummer 1. Na, wo ist er? Ah! Hilfe! Ach Gott, da ist noch einer. Okay, das ist der eine. Alter, wie ich halt nichts treffe. So. Von wo schießt jetzt der letzte? Von da oben. Arschgeige. So, jetzt einmal Munition einsammeln. Gut, da gibt es jetzt hier weniger Probleme mit der Munition. Oh, wir haben eine AK. Nice. Und ich habe immer eine kleine Anekdote. Als ich meinem Bruder das Spiel gezeigt habe, war ich auch in diesem Level.
Und da geht's nachher voll ab mit Bum, 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 Bum und Explosion und so. Und er ist halt original eingeschlafen. Obwohl es richtig laut war. Er ist halt einfach eingeschlafen. Ignorant. So. Ben, schieb mir jetzt. Na komm. So, kommt Sally hier nämlich auch hoch. Danke dir. Ja, kein Thema. Nate, du näherst dich der Ausgrabungsstätte 1. Ah, nein. Oh, Gott sei Dank. Mist, haben wir entdeckt. Schaltet sie auf. Wir müssen das Lager nicht informieren. So. Oh, da ist noch einer. So. Pistole haben wir voll. Mit Munition. Da haben wir noch nicht voll. So. Also mal gucken. Hier liegt doch bestimmt irgendwo... Man kann das hundertprozentig auch im Stealth-Modus machen. Ne, hier ist nichts. Quasi, dass die einen gar nicht sehen. Ich, ja. Das muss man im Extremschwer-Modus machen, weil man da keine Sonne hat. Ansonsten. Was? Oh, ist hier was? Nee. Hier geht's weiter, ne? Ne, hier ist ein Schatz. Ein Pi-Anhänger aus Jade. Schick. Ich bin falsch. Hopp. Das einzige Mal, wo ich die Schätze wirklich versucht habe, alle zu kriegen, war bei Among... Ne, Quatsch. Beim Vita-Teil. Weil mir jetzt auch gerade der Name nicht einfällt. Golden Abyss, genau. Uncharted Golden Abyss für die Vita. Ist nicht von Naughty Dog entwickelt worden. Aber war trotzdem ein cooles Spiel, habe ich gerne gespielt. Da habe ich versucht, alle Schätze zu finden. Oder generell alles. Da gibt es noch viel mehr kleine Sachen, wo man finden kann, freischalten kann. Habe ich aber auch nicht geschafft. Auf geht's. So. Nummer 1. Der kommt wahrscheinlich her. Das ist sehr gut. Hoffe ich. Alter. Wie ich halt absolut nichts geschissen kriege. Wie ich halt einfach nichts triff. Scheucht sie raus. Los, ich hab das im Nachladen noch nicht so drauf. Haben wir jetzt alle? Wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich nicht. Alter! WTF! Jetzt werf mir halt noch eine Granate hin! Okay, das war's schon. Naja, wie gesagt, den machen wir noch so. Alle anderen muss ich jetzt... Okay, da ist der erste down, da ist der zweite down. Und da fällt der dritte.
Ah, ich will da gar nicht rüber. So, es ist Nummer 1. Alter. Kein Auto-Aim ist tödlich für mich. Oh, ist das schlimm. Oh, die haben die Kiste zerstört. Fuck, 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 fuck. Alter. Du Dämlicher. Komm hoch jetzt. Na komm. Wie fühlt sich das an? Los geht's. So, ich glaube, wir haben jetzt alle. Ich würde die Hand aber nicht für ins Feuer legen. So, wir nehmen mal die West mit. Ja. Ich glaube nicht. Das war klar, dass das noch nicht alles war. Alter, Alter. Alter, boah. Da ist noch einer. Zack. Alter. Bam. Okay, Munition leer. Los geht's. So. Können wir? Gut. Schön. Dann nehmen wir die wieder mit, weil die hat Munition. Hat. Ja, 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 jetzt macht ihr keinen Stress hier, du Rudi. Mal erstmal hier Munition einsammeln, sonst ein bisschen geliefert. Hier, komm, mach mal hier. Mach mir halt keine Räuberleiter. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass wir die auf die geschossen haben, aber okay. Verdammt. Ah, doch, tatsächlich. Nee. Ach, Blödsinn, das dachte ich gerade. Es zeigt mir den Weg an. Nee, tut's nicht. Nate, wir müssen die Sprengladung scharf machen. Ja, ich weiß nicht wo. Es piept aber auch nirgendwo. Ah, hier, guck mal. Wir müssen noch 3 Ladungen scharf machen. Alle hier oder was? Nee. Oh. Mach mich mal Räuberleiter. Ach, da vorne ist noch was, sehe ich. So, er ist tatsächlich hier. Es sind noch 2 übrig. Ja, ja, ja. Noch 2. Gleich hier war eine. Die habe ich komplett übersehen, aber okay. Okay, noch eine. Das war's. So, jetzt lass mich mal hier, da vorne. Habe ich auch komplett übersehen. Okay, das war's. Statt Mr. Lazarevich ein Besucher. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Gott, ich muss echt. Wahrscheinlich ist das Auto eben weg. Ich komm nicht dran, komm her. Jetzt, nachdem ich es auf normal spiele. Alles klar. Los, Süßer, hoch mit dir. Naja, gut. Danke. Maximum Gaines! Du lieber Himmel, was
für ein Tsunami spült Schiffe so weit an Land? Ja, der Über-Tsunami. So. Und was mache ich hier oben? Gar nichts. Super. Ah, nein. So, wir müssen da lang. Ja, sagst du. Schätzchen. Das ist die Frage. Wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Ah, hier, guck mal. Ja, lächerlich. Ja, klar. Runter. Das verdammte Ding geht ständig kaputt. Los, reparieren wir es, damit wir hier rauskommen. Sie sind nicht bewaffnet. So viele sind es nicht. Worauf warten wir? Die schaffen wir. Weiß nicht, Sally. Vielleicht. Ah, fuck. Klasse. Oh, fuck. Oh, Kombo-Nahkampf. Dreieck. Viereck. Zack. So. Etwas Hilfe gebrauchen. Das wäre nett. Hey, hat doch prima geklappt. Da kommt noch einer für dich. Naja, schmeiß mir die Typen nur runter, ey. Faustkämpfer. Nicht so frivol, Kleiner. Los, an die Arbeit. Ja, ihr seht schon, ich kriege immer Dollar. Was meinst du mit frivol? Habe ich jetzt meine Waffe wieder? Ich habe gar keine Waffen mehr. Warum habe ich keine Waffen mehr? Ich kriege immer Geld und von dem Geld kann ich mir Zeugs freischalten. Ich kann mir auch Waffen kaufen, die nie wieder nachladen. Oder unendlich Munition haben und so ein Scheiß. So wie in Montreal, hä? Dafür braucht man dann auch die Schätze am besten. So, die Ausgrabungsstätte. Kapitel 4. Ich werde hier kurz pausieren. Ich werde einmal schnell... Okay, automatisches Speichern. So, ich speichere jetzt trotzdem nochmal selber ab. Und ja, ich hoffe, euch gefällt Uncharted 2. Das war jetzt noch gar nichts. Das wird später wird's noch richtig geil. Noch geiler. Geiler to the max. Und ja, ich hoffe, bleibt dran. Bis dahin, in gewohnt beschissener Optik, sag ich, bleibt dran.